8 bedeutete ein Aufeinandertreffen der zwei ungeschlagenen Fahrer, Michael Lee, der ja, wie gesagt, einen neuen Bahnrekord aufgestellt hat, und ich selbst. Chris Morton als Kämpfer bekannt, auf Außenposition sehr stark im Kommen, und Erik Gundersen ganz außen. Natürlich sollte dieser Lauf schon einiges aussagen über den späteren Verlauf im Gesamtsieg. Ein super Start. Ich ziehe gleich nach innen und Gundersen bleibt außen dran, fängt jetzt voll den Strahl ein, nachdem er zu viel Griff außen bekommen hat und sein Motorrad etwas zu quer gestellt hat. Man sieht hier wieder, dass ich also ganz ideal die Kurve ansteuere und das Motorrad nicht sehr in Drift bringe, denn das kostet alles Geschwindigkeit. Wir beschleunigen jetzt aus der Kurve heraus auf die Gerade, ungefähr mit einer Stunde, mit 110 Stundenkilometer. Man sieht, ich ziehe den Kopf ein, weil auf der Gegengeraden ein unheimlicher Gegenwind herrschte, und die Gerade runter sieht man also jetzt eben, wie sich das ganze Motorrad verwunden hat durch den starken Antrieb des starken Motors. Und jetzt sieht man wieder ganz genau, dass ich also ziemlich windschlüpfrig auf der Gegengeraden mich ducke, damit ich nicht so viel Windwiderstand habe. Das Motorrad optimal ausbalanciert und schon mit einem sicheren Abstand zu Michael Lee, der an zweiter Position liegt, aber immer noch nicht aufgegeben hat, eben gerade einen ganz großen Fahrfehler gemacht hat, den zweiten eben mit dem Aufsteiger. Und ich kann somit meinen Vorsprung weiter ausbauen und ganz sicher die nächsten 3 Punkte einschreiben können.